Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit und gleichzeitig auch der Tag der Solidarität. Die SPÖ Amstetten feiert ihn jedes Jahr am Hauptplatz mit dem traditionellen Maibaum aufstellen und richtet ihre Botschaft an die Bürger. Der 1. Mai als Tag der Arbeit kann nur einen ganz besonderen Inhalt haben, nämlich dass wir Sozialdemokraten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch 2016 noch auf die Straße gehen, dass wir Flagge zeigen, dass wir Stärke zeigen. Weil ich glaube, es gibt gerade in diesem Bereich, in Zeiten wie diesen, wo wir mit hohen Arbeitslosenquoten zu kämpfen haben, sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie hier die einzig treibende Kraft sein kann. Dass Arbeit wichtiger ist denn je und vor allem, dass man für diese Arbeit auch gerecht entlohnt wird, das ist eine zentrale Forderung auch in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit so hoch ist, wie wir es nie gewohnt waren und wo man alle Anstrengungen unternehmen muss, von Konjunkturpaketen begonnen bis arbeitsmarktpolitische Themen und Maßnahmen, die man einleiten muss, um den Menschen möglichst vielen wieder Arbeit zu geben. Und unsere Forderung in Niederösterreich ist ja wieder die nach Vollbeschäftigung, auch wenn wir wissen, dass das erst in einigen Jahren eintreten kann. Aber man muss sich Ziele setzen, man muss sich auch ambitionierte Ziele setzen. Dass der 1. Mai eigentlich immer der Kampftag für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewesen ist, dass der 1. Mai immer der Kampftag für eine gerechtere Welt gewesen ist, für Solidarität in der Welt gewesen ist und dass ich glaube, im Jahr 2016 hat diese Botschaft eine ganz besondere, wenn man sich anschaut, wie viel Leid, wie viel Ungerechtigkeit auf der Welt ist und wie viel Steuerungerechtigkeit auf der Welt ist und aus diesen Gründen an den sozialen Netzen einfach gebohrt wird oder die sozialen Netze durchlöchert werden sollen, weil scheinbar kein Geld mehr da ist. Und ich bin der Ansicht, man muss auf der anderen Ecke schrauben. Man muss bei den Steuersündern anfangen, man muss die legalen Steuerhinterziehungsmöglichkeiten bekämpfen und dann gibt es auch für die soziale Sicherheit genug Geld. Und dann muss man einfach diese Botschaft, glaube ich, am 1. Mai ganz gezielt in die Welt hinaustragen. Ja, es ist ja kein großes Geheimnis, dass die Sozialdemokratie heuer schon ein bisschen in Schlingern geraten ist und ich denke mir, die Botschaft des 1. Mai muss heuer sein, dass wir positiv nach vorne schauen, dass wir inhaltlich und auch personell vielleicht diskutieren, dass alles zur Sprache kommt, was uns beschäftigt, dass wir neue Positionen finden, die Inhalte neu orientieren. Bei all dem muss klar sein, dass wir unsere Grundwerte nicht außer Acht lassen dürfen. Das sind Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und wenn wir auf diese Grundwerte schauen, dann werden wir auch die richtigen Antworten finden, wie wir die Sozialdemokratie gut in die Zukunft führen. Und das ist eigentlich die Botschaft für den 1. Mai heuer 2016. Insbesondere das Thema Sicherheit hat in diesen Tagen Priorität und berührt dabei alle Bereiche des menschlichen Lebens. Die Sozialdemokratie hat sich immer für die soziale Sicherheit eingesetzt und auch wenn jetzt viele dieser Grundsicherungen in Frage gestellt werden, ob das die Mindestsicherung ist oder auch die Unterstützung für unsere Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, dann steht es eigentlich für uns außer Zweifel, dass wir diese sozialen Netze auch in Zukunft aufrechterhalten werden müssen. Und dafür steht die Sozialdemokratie auch in Zukunft ein. Wir versuchen seit vielen Jahren, das soziale Netz zusätzlich zu einem übergeordneten sozialen Netz sehr eng zu knüpfen. Wir haben viele Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen, die den Bürgerinnen und Bürgern, die sozial und finanziell nicht auf der Buttoseite gelandet sind, Unterstützung geben sollen, um daran weiterzuarbeiten, das weiter auszubauen, dass wir möglichst viele Eventualitäten abdecken können, dass möglichst niemand durch den Rost fällt. Das ist unser Ziel. Die soziale Sicherheit wird damit abgesichert, indem es den Menschen möglichst gut geht und wenn man natürlich auch Umverteilung schafft. Und ich halte nichts davon, wenn es um den anderen Sicherheitsaspekt geht, dass man die Menschen verängstigt, dass man hetzt, dass man hier einen Keil in die Gesellschaft treibt. Das ist kontraproduktiv. Ich denke, dass man hier einen geradlinigen Weg auch seitens der Sozialdemokratie gehen muss und gehen soll. Kriegsflüchtlinge haben alle Rechte und Menschenrechte müssen auch in Zukunft zählen.
Ich glaube einfach in einer veränderten Welt, wo einfach die Arbeit auch sehr oft durch Maschinen ersetzt wird, muss man sich, wenn man möchte, dass der Sozialstaat die Leistungen weiterbringen kann, ich sage immer, die Risiken des Lebens absichert, so wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit und auch Alter, dann muss man sich über neue Finanzierungsmöglichkeiten die Gedanken machen. Das ist ein Gebot der Stunde, da bin ich wirklich überzeugt davon. Das Ziel an diesem Abend war es, den schön aufgeputzten Maibaum vertikal Richtung Himmel hochzuheben. Ausgerüstet mit Gobern und Schwobern wurde der Stamm von den Maibaumaufstellern Zentimeter für Zentimeter angehoben, um schließlich in der Verankerung festen Boden zu finden. Angefeuert von der Musikkapelle Amstetten hat der Maibaum dann endlich seine Position gefunden. Das Maibaumaufstellen bedeutet Wachstum, bedeutet Frühling und wenn es um Wachstum geht, dann wünschen wir uns das natürlich für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, dass es mehr gibt und vor allem, dass es auch eine positive Stimmung wieder gibt. Ich denke, in Österreich ist so viel erreicht worden, dass wir auch die nächsten Herausforderungen annehmen sollten und hier auf dieses Wachstum, das hier symbolisch aufgestellt wird, in Zukunft zählen, wer zusammenhält, gewinnt, ist unser Slogan. Und wenn die Gesellschaft in Österreich sich nicht auseinander dividieren lässt, dann werden sie letztendlich auch gewinnen. Ein Hoch dem 1. Mai wurde ausgerufen, dessen Symbol bis am 1. Juni am Hauptplatz thront.